Willkommen zu einem neuen Video und einem Thema, das eigentlich eines der schönsten der Welt sein sollte, aber für wiederum andere ziemlich emotional sein kann und sehr schwierig. Und zwar geht es um das Thema Schwangerschaften und den Körper danach. Zuerst einmal, warum mache ich dieses Video? Mir ist im Letzten immer öfter in TikTok vorgeschlagen worden, dass Adriana Lima, ein ehemaliges Victoria's Secret Model, sich momentan in der dritten Schwangerschaft befindet und dafür extrem geschämt wird. Und ich denke, dass auch einige von euch einige Bilder noch im Kopf haben von Celebrities oder Influencern, die gestern noch hochschwanger waren und heute schon wieder einen absolut flachen Bauch haben und diesen öffentlich zeigen. Ich möchte euch außerdem aufzeigen mit diesem Video, warum gerade werdende Mütter oder Frauen, die schon Mütter sind, gerade durch Social Media einen extremen Druck unterliegen, wie sie sich aber auch gleichzeitig gegenseitig zerfleischen und wie eigentlich wunderschöne, normale, schwangere Frauenkörper aussehen vor und nach der Geburt und warum das auch vollkommen okay ist. Außerdem werden wir auch den Bereich der Schönheitsindustrie anschneiden. Da geht es nämlich auch gerade wieder um Schönheitsoperationen. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, gerade was frischen Müttern da so angeboten wird. Erst einmal möchte ich zu diesem Punkt herzlichen Glückwunsch an alle Mütter da draußen aussprechen und natürlich auch an unsere Mütter und auch an alle, die gerade vielleicht dieses Video sehen und schwanger sind. Ich möchte hier auch noch einmal sagen, dass ihr alle wunderbar seid. Ja, euer Körper verändert sich, aber das ist einfach ein richtiges Wunder und dieses Wunder sollten wir genießen. Wir sollten uns nicht stressen. Als ich damals ein Jahr in Australien war, ist es mir aufgefallen und auch wiederum hier in Deutschland, dass wenn man beispielsweise an einem schönen, großen, runden Tisch sitzt, man lernt neue Leute kennen und die Leute werden einzeln nacheinander gefragt, was sie arbeiten, dass es viele Frauen gibt, die beschämt auf den Boden schauen und sagen, ich bin nur Hausfrau. Und da ist mir dieses Thema das erste Mal so richtig bewusst geworden, weil ich mir dachte, nur Hausfrau? Meine Mutter hat beispielsweise 4 Kinder großgezogen, davor hat sie gearbeitet und sie hat gesagt, das war so viel Arbeit mit 4 Kindern. Sie musste alle erziehen. Ich war zum Beispiel auch kein leichtes Kind. Ich habe übel viel Drama geschoben und war sehr emotional. Und über mich muss ich immer Sorgen machen. Dein ganzes Leben dreht sich um ein Kind oder um 2 oder 3 oder um 4. Und für mich ist das ein absolut bewundernswerter Fulltime-Job, der in der heutigen Gesellschaft absolut anerkannt ist und wofür man sich nicht schämen muss, sondern man sollte mit Stolz sagen, ich bin Hausfrau. Und wenn euch der Begriff Hausfrau nicht gefällt, dann sagt einfach, ich bin Mutter. Nur weil dieser Beruf vielleicht offiziell nicht bezahlt ist, ja, es gibt Kindergeld, braucht man sich dafür nicht schämen. Deswegen ganz viel Liebe an alle Hausfrauen und Mütter und werdende Mütter da draußen. Ihr seid wunderbar. Ich weiß, dass wahrscheinlich auch viele, die hier zuschauen, schon Erwartungshaltungen gegenüber Frauen gehört haben. Da muss ich mich konzentrieren, nicht durchzudrehen. Die absolut von dieser Welt sind. Ich habe Sprüche gehört wie, wenn meine Frau nach der Schwangerschaft fett wird, dann finde ich das extrem unverschämt, weil ich habe sie ja schlank kennengelernt und ihr Körper hat danach gefälligst wieder so zu sein, wie er vor der Schwangerschaft war. Tief durchatmen, es wird noch schlimmer. Ich möchte nicht, dass meine Frau mit dem Kind zu Hause rumhängt, sondern ich möchte, dass sie arbeitet. Sie soll eine gute Hausfrau sein, sie soll kochen können, sie soll arbeiten gehen, sie soll ein Topmodel sein und sie soll am besten ganz viel Sport machen und am besten noch eine liebevolle Mutter und tolle Liebhaberin. Und deswegen leite ich jetzt zum folgenden Thema ein, der Druck, der auf werdenden Müttern liegt oder Frauen, die bereits Mütter sind. Wie schon gesagt, Schwangerschaft und ein Kind kriegen sollte das Tollste und Schönste sein. Ich glaube, es gibt einige Frauen, die damit auch total komfort sind und easy und denen das nichts ausmacht. Es gibt aber auch wieder die andere Seite der Frauen, denen das was ausmacht. Deswegen möchte ich mit euch zuerst ein paar Punkte durchgehen, die ich gefunden habe. 35 Punkte, ich verlinke euch die Seite auch mal unten in der Beschreibung, wo Frauen direkt nach der Geburt ihre Erfahrungen, ihre ehrlichen Gedanken mit der Außenwelt teilen. Also das, was viele Influencer eben auch nicht tun wollen, da es schon teilweise etwas ist, was sich viele Frauen nicht trauen, einfach zu sagen. Ihr könnt euch die Seite gerne mal anschauen, da gibt es sehr schöne Zitate von frisch gewordenen Müttern. Ich gehe jetzt mal auf die Punkte ein, in denen Frauen quasi ihren neuen Körper akzeptieren und lieben lernen. Hier sagt beispielsweise eine frisch gewordene Mutter, ich dachte mir nur, oh mein Gott, das ist nicht mein Körper. Es war buchstäblich so, als hätte ich einen fetten Anzug an und ich starrte in den Spiegel und weinte. Man muss natürlich auch sagen, dass ein Körper direkt nach der Schwangerschaft auch erstmal ein paar Wochen bis Monate braucht, um sich wieder zu erholen. Aber es gibt viele Frauen, die dann eben direkt nach der Geburt dieses kleine Bäuchlein noch haben, was auch vollkommen normal ist. Aber hier muss man auch
auch sagen, jeder Körper ist anders. Meine Mutter beispielsweise hat 4 Kinder ausgetragen. Die hat bis heute einen flachen Bauch. Das kommt halt immer auch auf die Genetik drauf an. Hier noch einen wunderschönen Kommentar. Da sagt eine Frau, dass sie nicht einen einzigen Dehnungsstreifen dagegen eintauschen würde, gegen dieses wunderschöne Wunder, ein Kind zu bekommen. Und dass eben jede einzelne Narbe und jede einzelne Kilo es einfach wert war. Es gibt noch ganz viele weitere Seiten, die sich damit beschäftigen, wie es ist nach der Schwangerschaft, wie man damit umgeht, dass sich der Körper verändert hat. Da werde ich euch auch mal diese Seiten hier einblenden und unten verlinken. Könnt ihr auch gerne mal durchlesen. Das ist teilweise super schön geschrieben und die Message am Ende hat mir sehr gut gefallen. Es gibt sicherlich einige Frauen, die damit kein Problem haben. Wir sehen aber, es gibt auch genug Frauen, die eben damit strugglen. Und das kann ich persönlich auch nachvollziehen. Und gerade in der heutigen Gesellschaft und den ganzen Social Media, die einen den ganzen Druck aufbauen, wie man nach einer Geburt auszusehen hat und andere schaffen es ja und ich nicht, machen das Ganze auch nicht besser. Der Hauptgrund, warum ich eigentlich auf die Idee kam, dieses Video zu machen, war Adriana Lima. Wie vorhin schon gesagt, ein Victoria's Secret Model, die 3-mal schwanger war. In der ersten Schwangerschaft sieht man, dass sie eigentlich kaum Gewicht zugenommen hat, bis eigentlich gar keins. Sie hat einfach nur einen schwangeren Bauch. Bei der zweiten Schwangerschaft sah das eigentlich genauso aus und sie wurde danach auch dafür gefeiert, dass sie wieder auf den Laufsteg gelaufen ist, als wäre nie etwas gewesen. Man hat keine Dehnungsstreifen gesehen und nichts. Und Adriana Lima hat ja den Laufsteg aufs Eis gelegt und hat gesagt, es ist jetzt vorbei und ist jetzt zum 3. Mal schwanger und sie sieht wunderbar aus und sie lächelt und ist selbstbewusst. Und dann habe ich auf TikTok diese Kommentare gesehen. Fett Lima, die sieht einfach noch schrecklich aus. Als ich diesen TikTok durchgeschaut habe, waren 80% der Kommentare negativ. Was ich sehr loben muss, ist, dass die Person, die diesen Account führt, diese ganzen Kommentare gelöscht hat. Ich habe nämlich sehr lange für dieses Video jetzt im Nachhinein noch danach gesucht und diese Kommentare sind weg. Man sieht nur noch einzelne Kommentare, wo Leute sagen, wie könnt ihr nur so grausam sein? Das liest man sehr oft. Aber deswegen sehr gut, die Person hat sich darum gekümmert, diese bösartigen Kommentare zu entfernen. Da waren unter anderem Kommentare wie, oh mein Gott, ich möchte niemals, dass meine Frau schwanger wird. Wenn meine Frau schwanger wird und so aussieht, dann will ich niemals Kinder haben. Eine Frau hat nach der Schwangerschaft wieder gut auszusehen. Sie war doch mal Model, wie kann sie nur? Und. Auf der anderen Seite liest man natürlich auch super tolle Kommentare von Frauen, die sie dafür feiern, dass sie eine tolle Frau ist und das lese ich auch sehr, sehr gerne. Aber wir sehen auch wieder die falschen Erwartungen, die man einfach einer schwangeren Frau gegenüber hat, wie es danach auszusehen hat oder wie es während der Schwangerschaft aussehen soll. Deswegen möchte ich euch jetzt auch im Gegenzug zu diesen ganzen perfekten schwangeren Frauen, wir kennen ja auch dieses wunderbare Bild von Beyoncé, als sie schwanger war. Sie hat ja auch einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben, wie sich ihr Körper verändert hat und wie es ihr damit geht. Auch diesen werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Unter anderem sagt sie in diesem Artikel, dass ihr Körper mehr durchgemacht hat, als sie jemals gedacht hätte, dass ihr Körper durchmachen kann und dass ihre Schwangerschaft sehr, sehr schwierig für sie war. Außerdem finde ich diesen Satz extrem schön, den sie hier sagt. Eine Mutter zu werden ist schwer, aber es ist es wert. Beyoncé schaut nicht mehr zurück. Sie schaut jetzt als Mutter in den Spiegel und sie liebt, was sie sieht. Ich fühle mich jetzt wie eine neue Frau in einem neuen Kapitel von meinem Leben und ich versuche nicht einmal, die Person von damals zu sein. Was für ein schönes Zitat, Leute. Da kriege ich Gänsehaut. Und genau so sollte es eigentlich sein. Passend zu diesem wunderschönen Zitat von Beyoncé möchte ich euch jetzt auch schöne, natürliche, schwangere Körper zeigen, wie ihr sie selten auf Social Media sehen werdet oder später einmal an eurem eigenen Körper. Ich habe einfach mal nach ein paar Bildern gesucht. Es gibt viele Frauen, die sich auch einfach zeigen, wie sie sind. Sie haben eine Flohleiter, sie haben Dehnungsstreifen. Nach der Geburt haben sie eben hängende Haut oder noch ein kleines Bäuchlein. Und das ist alles einfach komplett normal. Auch Rihanna, die teilweise Hate kassieren musste, da sie sich als hochschwangere Frau eben in einem Bikini gezeigt hat oder in knapper Kleidung und Leute meinten, das kann die doch nur machen, weil die ein Star ist und schwangere Frauen sollten sich nicht so zeigen, die einfach sagt, warum nicht? Mein Körper ist, wie er ist, das gehört dazu und ich laufe rum, wie ich will. Ob es andere ordinär finden oder nicht, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber sie zeigt halt einfach, wie eine schwangere Frau aussieht und diese Kommentare waren teilweise so seltsam, dass Leute darüber diskutieren haben, warum ihr Bauch so seltsam aussieht, obwohl halt ein schwangerer Bauch eben einfach so aussieht. Wir kennen ja alle diese hochglanzpolierten, bearbeiteten Fotos von Stars, die eben ihre schwangeren Bäuche zeigen. Die sind halt gefotoshoppt. Die meisten Bäuche sehen nicht so aus und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss an dem Punkt aber auch sagen, natürlich ist es für einige Frauen nach der Schwangerschaft schwierig, ihren neuen Körper anzunehmen, denn auch werdende Mütter oder Mütter wollen ja sich attraktiv fühlen und begehrenswert und selbst sich einfach in ihrem Körper wohlfühlen.
wohlfühlen. Das wird aber umso schwieriger, wenn einem auf Social Media die ganze Zeit suggeriert wird, wie einfach das doch ist und wie wundervoll eigentlich andere Menschen aussehen. Auch Menschen, die Operationen hatten, die es nicht nach außen kommunizieren wollen und somit den Druck erhöhen und anschließend sagen, es war ja so easy. Versteht mich nicht falsch, jeder kann OPs machen, wie er möchte. Und ich finde, man muss auch nicht darüber sprechen. Aber man sollte es dann auch nicht so darstellen, als wäre das alles nur durch Sport und Ernährung passiert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir also jetzt ein paar Beispiele von Influencern, die ich euch zeige, die eben hochschwanger waren und eben ein paar Wochen danach schon wieder einen flachen Bauch hatten. Es kann Genetik sein. Es kann auch sein, dass die Frauen davor schon extrem fit waren, während und nach der Schwangerschaft direkt trainiert haben. Aber es zeigt eben auch ein Bild, wie es eigentlich meistens nicht der Fall ist. Und das wiederum, finde ich, sorgt für falsche Erwartungshaltungen, was Frauen nach der Schwangerschaft erreichen müssen. Ich kann euch eins sagen, wenn ich ein Kind habe, dann gehe ich erstmal nicht ins Gym, sondern ich freue mich auf das Kind und kümmere mich um das Kind und habe, glaube ich, dann einfach andere Sorgen, als zu gucken, dass ich jetzt schnell wieder fit werde. Es ist natürlich auch wiederum was anderes, wenn du beispielsweise in Social Media davon lebst oder Fitnessmodel bist oder dein Körper dein Kapital ist. Aber für die Frauen, die eben kein Social Media betreiben, ist das halt meistens nicht möglich. Vor allem, wenn man keinen Personal Trainer hat oder keine OPs gemacht hat oder keine Nanny, die aufs Kind eben aufpasst. Man nennt diesen Trend übrigens von einer hochschwangeren Frau, die ein paar Wochen danach wieder super schlank ist mit dem Kind in den Arm, Snapback, wie dieses Beispiel von M. Rater zeigt. Ein Vorzeigebeispiel, wie man mit Snapback umgeht, ist für mich Emily Skyfit. Die war davor schon extrem trainiert und hat eben einen super süßen Text unter ihrem Post geschrieben. Sie sagt übrigens, dass die Idee von Snapback extrem unrealistisch ist. Sie ist jemand, die extrem hart trainiert, sich super gut ernährt und trotzdem hat sie einen kleinen Bauch. Sie hat extra Bodyfat, sie hat Zellulite, sie hat Dehnungsstreifen bekommen, sie hat eine Menge Muskeln verloren. Ihre Bauchmuskeln sind immer noch unter ihrem kleinen Bäuchlein und sie muss immer sehr lachen, wenn sie ihren Bauch anspannt. Super sympathisch, verlinke ich euch auch unten. Genauso muss es sein. Das habe ich sehr gefeiert. Das fand ich sehr, sehr cute. Auch Victoria's Secret Models, die in Magazinen dafür gefeiert worden sind, mit vorher schwanger, nachher direkt Laufsteg, sieht man hier bei Paparazzi-Fotos direkt nach der Geburt. Und diese haben auch ein kleines Bäuchlein. Und das ist auch ganz normal. Auch die Sängerin Halsey, die ja ein Kind geboren hat, zeigt auch in einem Post, dass sie auch nach der Schwangerschaft Dehnungsstreifen jetzt am Bauch hat und dass es auch vollkommen normal ist. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren spannenden Punkt. Was ist denn eigentlich, wenn man als eine schwangere Frau einfach eine gute Genetik hat, schon immer fit war und diese ganzen Probleme nach der Geburt kaum hat? Ich persönlich erinnere mich noch sehr gut an das Model Sarah Stage. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an sie erinnert. Das war schon ein bisschen länger, als es Instagram noch gar nicht so lange gab. Das war ein Fitnessmodel und die ist schwanger geworden und ihr Bauch sah im 9. Monat noch sehr klein aus. Sie hatte sogar ein Sixpack drüber. Sie hat aber auch gezeigt, dass sie während der Schwangerschaft trainiert. Und da gingen dann schon die ersten Hate-Kommentare los, dass es nicht gut fürs Kind sei. Werde ich auch gleich noch darauf eingehen. Und sogar die Nachrichten haben darüber berichtet. Mom-to-be going viral right now. This fitness fanatic is facing big backlash for being in such incredible shape when she's 8.5 months pregnant. Many are wondering if it's safe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass einige Sorge um das Baby hatten und meinten, das hat doch nicht genug Platz, du bist doch jetzt schwanger, das ist doch nicht gut fürs Kind, zu viel Sport zu machen. Diese Sorge kann ich auch absolut verstehen. Aber es gab auch einige, die sie einfach nur geschämt haben dafür, wie sie aussah und gesagt haben, du fühlst dich jetzt als was Besseres, du machst uns allen schlechtes Gewissen, du bist keine gute Mutter, dein Aussehen ist dir wichtiger. Sarah Stage ist daraufhin natürlich wie jede schwangere Frau auch zum Arzt gegangen, hat sich von Anfang an checken lassen und die Ärztin von Sarah Stage hat sich zu dem Ganzen wie folgt geäußert. Wir sollten aufhören, alles zu verurteilen, was schwangere Frauen tun. Die meisten versuchen nur das Beste für ihr Neugeborenes und sich selbst unter medizinischer Aufsicht zu tun. Bei der zweiten Schwangerschaft bekam Sarah Stage dann auch den Namen die Sixpack-Mama. Auch in dieser Schwangerschaft ist ihr Bauch wieder sehr schmal und es ist wieder ein Sixpack zu sehen und auch hier fangen die Leute wieder an zu schämen. Hier sagt auch die Ärztin von Sarah Stage, dass natürlich in einer Schwangerschaft Untergewicht oder Übergewicht schwierig sein kann, dass aber auch hier es eine private Sache sein sollte, was die schwangere Frau mit ihrem Arzt privat bespricht. Und das Ganze wird auch kontrolliert. Andere werden wiederum jetzt sagen, aber sie ist doch Person des öffentlichen Lebens. Ja, natürlich ist sie das. Das rechtfertigt aber
aber nicht, eine Person zu bodyshamen, da jeder Körper auch einfach anders ist. Neben dem umstrittenen Beispiel von Sarah Stage, in dem eben einige sagen, das ist nicht gut, während der Schwangerschaft so viel Sport zu machen, das Kind hat keinen Platz, gibt es aber auch Beispiele, in denen Frauen einfach nur eine gute Genetik haben, die nicht viel Sport gemacht haben und denen einfach Unrecht getan wird. Hier ein Shoutout an Stefanie Lange, die auch ein Kind bekommen hat. Folgt ihr gerne auf Instagram. Die postet auch immer mega tolle Bilder und zeigt einfach so, wie sie ist. Finde ich sehr, sehr schön. Sie spricht in diesem Video über das Thema Snapback nach Schwangerschaften, was sie davon hält. Und da haben wir ein Beispiel einer Frau, die überhaupt keine Intention hatte, nach der Schwangerschaft irgendwie ihren Körper zur Schau zu stellen. Sie hat einfach nur Videos gemacht, wie sonst auch. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier sehen wir sie 6 Wochen nach der Schwangerschaft und sie hat einfach ein Video gemacht, wo sie sich einfach mit Bräunungscreme einschmiert und das halt zeigt, wie das funktioniert. Die Videos gab es auch schon davor. Und dann gab es eben Kommentare, dass sie ja nur zeigen möchte, wie fit sie ist, dass sie andere schwangere Frauen unter Druck setzt und dass sich wegen diesem Video Mütter eben erst recht schlecht fühlen. Ihr Statement zu dem Ganzen war, sie hat einerseits tolle Kommentare bekommen, aber auch ganz viele schreckliche, in denen eben Leute ihr unterstellen, sie macht diesen Snapping-Back-Trend, den sie hier auch deutlich cancelt. Sie findet den nicht gut, den Trend. Sie hat einfach nach der Schwangerschaft 4-mal die Woche 45 Minuten Sport gemacht, hat sich gut ernährt und es war niemals ihre Intention, sich irgendwie extrem fit zu zeigen. Und sie sagt auch, dass einfach jeder Körper anders ist. Zu diesem Thema wird es bald übrigens auch noch ein großes Video geben, und zwar das toxische Verhalten Frauen untereinander. Und damit haben Männer auch teilweise gar nichts zu tun, aber das wird ein ganz eigenes Video. Ein weiteres Beispiel für eine Mutter, die aber auch extrem sportlich ist, ist Kelsey Wales. Der folge ich auch auf Instagram. Die war auch schwanger und sie sah auch nach der Schwangerschaft krass aus. Also man sieht, sie hat halt ein bisschen zugenommen, aber ihre Figur ist sehr straff und die hat halt danach richtig hart trainiert. Da sieht man aber auch, die hat sehr, sehr hart trainiert, um so auszusehen und das kommt halt nicht von ungefähr. Natürlich ist das Ganze ein Wunderpunkt, wenn der eigene Körper sich nach der Schwangerschaft wirklich komplett verändert und bei anderen eben auch gar nicht. Das kann ich verstehen. Es ist aber trotzdem kein Grund, andere deswegen anzufeinden oder fertig zu machen. Deswegen möchte ich euch jetzt noch ein Video zeigen von Naima Altidore, die sehr offen über ihre Veränderung von ihrem Körper spricht. Hier sehen wir ein Bild von ihr, wie sie vor der Schwangerschaft aussah und wie sie generell war. Sie ist ein sehr schlanker Typ gewesen. Sie hat in der Schwangerschaft dann sehr viel zugenommen und hier zeigt sie quasi das Ergebnis ohne Corsage. Ich finde es super cool, dass sie das macht. Ich finde es auch super süß, weil sie sagt, oh mein Gott, ich mache das jetzt. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sie zeigt es dann auch einfach, das kann halt eben auch sein, dass halt dann bei manchen das Bindegewebe am Bauch nicht gut ist. Bei mir ist das Bindegewebe am Hintern zum Beispiel extrem schlecht. Wie halt dann am Bauch und das ist halt jetzt die überschüssige Haut, die halt eben übrig geblieben ist. Aber auch hier hat sie wieder eine schöne Message, wie in dieser Szene, wo sie sagt, ja, sie hat jetzt einen neuen Körper und ähnlich wie bei Beyoncé, sie hat jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben erreicht. Sie ist jetzt Mutter, der Körper gehört jetzt zu ihr und das war halt damals und das ist heute und dafür hat sie jetzt ein wunderschönes Kind. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Message. Aber wir wissen auch, wo es Unsicherheiten gibt und der Wunsch nach einer Änderung, da ist natürlich die Schönheitsindustrie nicht weit. Auch hier gibt es wieder zahlreiche Produkte, von Cremes gegen Dehnungsstreifen für den Bauch, für weiche Haut oder eben auch Stützunterwäsche für den Bauch und für die Beine und weiteres. Aber natürlich gibt es auch in der plastischen Chirurgie Angebote. Ich fand diesen Artikel, den ich auf echtemamas.de gefunden habe, sehr, sehr gut. Der spricht nämlich über den Trend, der aus Amerika kommt, dem Mommy Makeover. Und ich finde den Namen allein schon, ja, schwierig. Und ich werde euch mal sagen, was so ein Mami-Makeover eigentlich beinhaltet. Ich dachte anfangs, es handelt sich bei einem Mami-Makeover eigentlich um Brüste machen und Bauchstraffung. Es ist aber tatsächlich mehr. Es beinhaltet unter anderem auch das Korrigieren der Schamlippen und auch der Fettabsaugung. Das Kritische ist hierbei, dass ein Mami-Makeover meist, damit die Operationen, weil es sind ja 4 Operationen, oft in eine gepackt werden, nicht so teuer werden. Und deswegen wird das alles auf einmal gemacht. Das bedeutet also, dass man danach eigentlich erstmal ein paar Wochen jemand braucht, der das Kind betreut. Die Mütter, die diese Operation machen, sollten auf jeden Fall ein paar Tage danach 24 Stunden betreut werden, da es einfach eine extreme Operation ist. Und was ich auch nicht wusste, was der Artikel sagt, dass man danach auch eigentlich keine Kinder mehr kriegen sollte. Das war auch ein Punkt, den ich nicht wusste. Deborah Johnson sagt zum Beispiel auch in diesem Artikel, sie ist Präsidentin der amerikanischen Gesellschaft für plastische Chirurgie, dass diese Eingriffe auf jeden Fall eine Alternative für einen gesunden Lebensstil sein sollten. Bedeutet also, man soll sich gesund ernähren, Sport machen und die Dinge, die du mit Sport und Ernährung nicht hinbekommst, die kann man operativ lösen. Aber es sollte auf keinen Fall so sein, dass man einfach ein komplettes Makeover macht, davor einen ungesunden Lebensstil hatte, sich nicht bewegt hat
und alles zu korrigieren und zu fixen. Ich glaube, das ist nie die Lösung. Ich selbst mache jetzt seit über einem halben Jahr 4-5 Mal die Woche Sport und mein Körper hat sich so verändert. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Das ist echt krass, was man mit Sport und Ernährung hinkriegt. Ich habe zum Beispiel Zellulite zweiten Grades am Hintern und wie ich den gestraft habe durch Sport, das hätte ich selber nicht gedacht. Das heißt, gesunde Ernährung, Sport kann schon so viel helfen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, meine Brüste sind nicht mehr so, wie sie sind oder ich bekomme halt diesen überschüssigen Bauch nicht weg, dann sagt sie, kann man sich sowas überlegen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ein weiterer Punkt, den ich selbst nicht wusste, ist, dass man nach einem solchen Mommy-Makeover keine Kinder mehr bekommen sollte, hat dieses Beispiel hier gezeigt. Und zwar hat eine Schauspielerin von Real Housewives of Dallas ein Mommy-Makeover gemacht und sie hat diese Operation für eine Fehlgeburt verantwortlich gemacht. In dem Artikel steht zu dieser Operation, bei meinem Mommy-Makeover wurde das Zentrum meines Bauches auseinandergerissen. Sie haben es besonders eng wieder zusammengenäht und mich darauf hingewiesen, dass, sollte ich noch ein Baby bekommen, dies nicht vollständig wachsen könnte. Einige Monate später verlor sie ein Kind, sie wurde schwanger und hat unter Tränen gesagt, das ist ihre Schuld gewesen ist. Ich glaube tatsächlich, dass Operationen ein Weg sind, damit man sich danach auch wieder wohlfühlt, weil ja, auch wenn ich ein Kind einmal habe, möchte ich mich in meinem Körper trotzdem wohlfühlen. Natürlich wird es nie wieder so sein wie davor, das ist mir bewusst. Ich werde aber versuchen, mit Sport und guter Ernährung dagegen zu arbeiten. Wenn aber meine Brüste sich komplett verändern, dann muss ich ehrlich sagen, das kann ich mit Sport nicht ändern. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die dann straffen lasse oder sonstiges. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob man danach sagt, ich akzeptiere alles zu 100%, so wie es ist. Muah, super. Wenn man sagt, ich möchte danach trotzdem irgendwie wieder mich wohlfühlen und es haben sich einfach Dinge verändert, die ich mit Sport und Ernährung nicht hinkriege, auch in Ordnung. Wichtig bei diesem Thema, wie immer, informiert euch gut, zu wem ihr geht. Informiert euch gut, zu welchen Ärzten ihr geht und von wem ihr euch operieren lasst, auch im Ausland. Es gibt super viele, und das finde ich so absurd, Ärzte, die keine plastischen Chirurgen sind, die aber Praxen anbieten, in denen sie selbst plastische Chirurgen anstellen, die dann für sie operieren. Deswegen passt auch auf den Websites, ob wirklich die Ärzte euch operieren oder ob es dann irgendwelche anderen sind. Schaut nach Erfahrungsberichten und was das Allerwichtigste ist, lest immer Erfahrungsberichte nach mehreren Jahren durch. Meistens sind Leute nach einer OP erstmal happy und die Nachteile einer Operation bekommt man oft erst nach ein paar Jahren dann zu spüren. Wie eine Bauchstraffung aussehen kann, das seht ihr in den folgenden Bildern. Man darf auch nicht vergessen, eine Bauchstraffung, ihr habt danach eine extrem große, lange Narbe. Das ist dann im Schambereich, da wo eure Unterhose dann ist. Deswegen sieht man es oft nicht. Man kann es außerdem auch bei manchen sehen, weil der Bauchnabel sieht nicht immer. Bei manchen ist echt gut gemacht, bei manchen einfach so ganz klein und reingesteckt aus. Unterstellt nicht irgendwelchen Leuten was, wenn ihr es nicht zu 100% wisst. Aber bei manchen ist es halt schon sehr offensichtlich. Und wenn man halt den Namen der Person eingibt und Paparazzi und die am Strand ist und man sieht da die Narben, dann ist es halt offensichtlich. Zu dem ganzen Thema Mommy-Makeover, Operation oder nicht, möchte ich mich einfach diesem schönen Zitat von Tamara Mowry, eine US-amerikanische Mutter und Schauspielerin, anschließen. I think that if you want to have a mommy makeover, because it's gonna make you feel good and be confident in yourself, why not? Go ahead and do it. Right. But at the same time, make sure you're not being pressured into, you know, doing it. Because the reality is I do feel like the world does pressure new moms to be that person that they were before they gave birth, mentally, physically, and spiritually. The reality is you're never gonna be that person. I don't care how many times you work out, there's gonna be something that reminds you that you just have given birth, whether it's a little stretch mark or just a little, you know, loose skin. Some people have a little bit more, like me, and other people, you know, don't. But for me, I don't want to be that person. I've evolved. I'm a better version of myself. Yeah. Mit diesem wunderschönen Zitat kommen wir jetzt auch zu meinem Fazit. Erst einmal, traut nicht allem, was ihr auf Social Media seht. Ich habe genug Bilder gesehen, wo ich sagen muss, die sahen super aus nach der Geburt, aber es wurde schon der Bauch sehr eingezogen, bearbeitet oder sonst was ich der Meinung bin, sollte nicht nötig sein, weil es ist halt ein schwangerer Bauch, der sieht halt aus, wie er aussieht. Vergleicht euch nicht mit anderen, das meine ich vor allem gerade mit Frauen aus dem Social-Media-Bereich, gerade Stars unterliegen einem ganz anderen Druck. Die haben die finanziellen Mittel, die haben
haben Nannies, da passt jemand auf die Kinder auf, die haben vielleicht noch einen Personal Coach, die haben einen ganz anderen Alltag, die müssen sich da ganz anders aufs Kind fokussieren. Deswegen sollte man sich damit nicht vergleichen. Außerdem heißt es auch nicht, dass diese Frauen glücklicher sind, auch wenn sie es auf Social Media oder im Fernsehen immer wieder so gezeigt wird. Wow, sieht die krass aus. Bashed aber bitte auch keine Frauen, die einfach eine gute Genetik haben und davor schon sehr fit waren, sehr viel Sport machen, weil das ist ja auch ein extremer Aufwand und der frisst sehr viel Zeit und Energie, immer Sport zu machen, immer fit zu sein. Das heißt, sie haben ja auch etwas für diesen Körper getan, das darf man auch nicht vergessen. Aber das Allerwichtigste, was ihr nicht vergessen dürft, ist, ihr seid alle Powerfrauen. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat ein ganz anderes Ziel und Hintergrund. Im Fokus sollten doch die Kinder stehen und ihr entscheidet selbst über euren Körper. Lasst euch von niemandem einreden, dass ihr eine Operation braucht und nicht attraktiv seid. Ihr seid jetzt Mama oder werdet Mama und das ist ein neues Kapitel. Denkt an das Zitat von Beyoncé, die hat sowas von recht. Und denkt dran, eine Powerfrau hat viele Facetten und Gesichter und du bist sicherlich eine davon. Deswegen lass sie nicht unterkriegen, vergleich dich nicht mit anderen. Glückwunsch an alle, die schwanger sind, frisch ein Kind gekommen haben und an alle Mütter da draußen und natürlich auch Väter. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt über eure Gedanken und folgt mir gerne auf Jasmin Gnu auf Instagram. Würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken.